So, willkommen zu einer neuen Folge. Heute fahren wir endlich das erste Mal mit dem RS4B7. Ihr erinnert euch, in den letzten Folgen, wir haben andere Krümmer eingebaut, haben eine Ansaugung angebaut und haufenweise Kleinigkeiten. Und jetzt geht es endlich auf die Autobahn. Noch ist das Auto nicht abgestimmt und genau das leiten wir heute ein. Ich habe Laptop mit VCDS angeschlossen und wir loggen einfach mal, was der Motor so eigentlich macht. Aber jetzt fahren wir erstmal los. So, ich logge jetzt einfach nur Drosselklappenstellung, Luftmasse und Zündwinkelrücknahme. Das packen wir jetzt einfach nach hinten und nachher, wenn wir zurück im Büro sind, können wir das Ganze auswerten. Bitte erschreckt euch nicht, wenn wir ein bisschen anfangen zu schwitzen hier drin. Es ist warm und wir haben leider die Klimaanlage noch nicht befüllt. So, also erstmal Thema Kupplung. Ist jetzt ja von Sachsen ein Massenschwungrad verbaut mit einer Sportkupplung, einer organischen Kupplung. Viele haben ja in den Fragen gefragt, wie das Ganze fährt. Ich persönlich bin begeistert. Anfahren fast wie Serie, lässt sich ein bisschen schwerer treten, allerdings kein Rubbeln und nix. Und man kennt ja von den Einmassenschwungrädern, dass das Getriebe anfängt, Geräusche zu machen in einem Bereich. Das liegt einfach daran, dass die Zähne, die nicht gerade eingekuppelt sind, die nicht eingelegt sind, die fangen an so ein bisschen zu schwingen und das macht Geräusche. Ist bei diesem Auto auch der Fall. Allerdings so gering, dass ich glaube, wir kriegen es noch nicht mal auf Kamera drauf, weil es ist wirklich nur marginal. Ich würde mal tippen, so zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen in dem Bereich. Kommt da ein ganz bisschen Geräusche aus dem Getriebe, aber wirklich bei Limo und so ist das 10-mal krasser. Bei den ganzen Golfs ist das auch 10-mal krasser. Hier hört man es wirklich fast gar nicht. Von daher würde ich das jetzt nicht als störend einordnen. So, wir nehmen jetzt einfach mal den vierten Gang und fahren einfach mal den ganzen Drehzahlbereich so ab. Ich persönlich hatte bisher das Gefühl, dass das Auto von 2.000 bis 3.000 Umdrehungen ein bisschen schwächer ist, was Drehmoment angeht. Ich denke mal, das liegt daran, dass die alten Krümmer dort besser funktioniert haben. Aber im Bereich von 4.000 bis 7.000 Umdrehungen haben wir auf jeden Fall ein deutliches Drehmomentzuwachs. Aber wir gucken uns mal einfach an, wie das Ding über den Drehzahlbegrenzer so fährt. Also akustisch sind es Welten zu vorher. Das Auto fährt sich wie ein Serienauto. Vorher mit dem offenen Luftfilterkasten hat einen dieser V8 so richtig angeschrien. Das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Ding seidenweich, ruhig gefühlt, ist auch der Auspuff leiser geworden. Hört sich fast an wie ein Serienauspuff hier drin, ne? Ja, hört sich dumpfer, netter an als vorher. Nicht so, es schreit halt irgendwie nicht mehr so und ist alles viel ruhiger. Bereich 4.000 bis 7.000. Ich bin mal gespannt, ob man das am Ende auch mit einer neuen und alten Leistungsmessung übereinander legen kann. Fährt sich viel krasser. Also richtig drehmomentstark. Ich würde sagen, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Newtonmeter mehr. Allerdings merke ich so schon unterm Fuß, ab 7.000 wird da ein bisschen zäh. Also ab 7.000 könnte man auf jeden Fall nachlegen. Oder anders formuliert, ich glaube, der Bereich 7.000 bis 8.500 ist ungefähr wie vorher. Vorher hat er aber mehr Drehmoment. So, bin gespannt, was die Loks sagen. Ach so, ja. Wir haben zur Sekunde nur 98 Oktan drin, weil wir wollen gucken, ob der Motor mit dem schlechteren Kraftstoff, normalerweise würden wir natürlich Aral Ultimate 102 tanken, wollen aber ein bisschen gucken, ob der Motor mit dem Kraftstoff schon anfängt zu klopfen. Was bedeuten würde, wir sind schon ziemlich
an der Grenze von dem, was man ihm dauerhaft zumuten würde. Deswegen nur 98 drin. Bei der letzten Fahrt hatten wir 102 drin. Das wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen Unterschied machen. Mhm. Und jetzt haben wir die schweren Felgen mit den Sommerreifen drauf. Das sind so Rotorfelgen. Das sind somit bekanntlich die schwersten Felgen, die es gibt. Und es ist auch deutlich wärmer als letztes Mal. Aber wir fahren den Motor jetzt mal ein bisschen ein. Wir lassen ihn mal so ein bisschen Lärmwerte bilden. Und dann werden wir am Ende auf jeden Fall schon mal eine 100-200 fahren, um zu gucken, wo wir grob stehen. Ich glaube, letztes Mal waren wir ja knappe 12 Sekunden, irgendwie 11,7, 11,8 oder so gefahren. Ja. Und jetzt mal gucken, wo wir jetzt zu zweit landen. Hast du eine Schätzung, die du abgeben willst? Also dadurch, dass wir 100, 200 ja auf jeden Fall den ganzen Drehzahlbereich abfahren, muss er natürlich auch überall eine Mehrleistung haben, um deutlich schneller zu sein. Deswegen würde ich jetzt irgendwie tippen wahrscheinlich, also 9 Sekunden sind es auf gar keinen Fall, so weit sind wir noch nicht. Dafür fehlt auf den letzten 1000 Umdrehungen einfach ein bisschen Leistung noch. Aber was wir aber mit Software wieder rausholen. Mal gucken, außer der Motor ist jetzt schon am Limit, dann natürlich nicht. So, aber so, mal gucken. Fakt ist, Kupplung, Schwungrad überzeugt mich richtig, voll geil. Auspuffgeräusch, Fahrverhalten und so weiter, auch alles schön, macht deutlich mehr Spaß als vorher. Muss nur noch auf den letzten Umdrehungen jetzt halt ein bisschen zulegen. Ne? So, zweiter Gang. Dritter Gang. Ich glaube, wir müssen mal einen dritten Gang ein bisschen langsamer aus dem Keller fahren. Da kann man das, glaube ich, ganz gut zeigen und sehen, was ich meine, dass er erst richtig spritzig ist und dann so ein bisschen die Leistung einfach ist. Es wird einfach nicht noch mehr. Das hat man so ein bisschen das Gefühl. Und liebend gerne würde ich natürlich auch diesen Airbox-Effekt noch testen. Das werden wir heute natürlich gar nicht hinbekommen. Das müssen wir irgendwann mal nachts machen, weil bis wir hier jetzt so viel freie Strecke finden, dass wir wirklich mal ab 2,20 und so weiter stehen lassen können, wird der Tank wahrscheinlich leer sein. Oder wir sind totgeschwitzt. So, wir lassen uns mal ein bisschen abfallen. So, und wenn wir jetzt gleich bei 3000 reintreten und Vollgas, dann merkt er, jetzt packt er richtig zu und schiebt richtig. Und ab jetzt wird es ein bisschen zäher und man merkt, da würde eigentlich noch mehr gehen. Und so ist es jetzt natürlich beim Durchbeschleunigen. So bleibt das natürlich. Jetzt seht ihr richtig, wie der Drehzahlmesser gerade noch so mehr wird. Das waren 2,50. Fährt geil, macht Spaß. Selbst jetzt kann ich schon sagen, Aufriss hat sich gelohnt, weil wir sind komplett weg vom jeglichen Ölverbrauch. Patrick ist das Auto schon ein paar Kilometer gefahren, ich bin ein paar Kilometer gefahren und bisher mussten wir toi 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 kein Öl reinkippen, es kommt keine Wolke raus und gar nichts. Das ist schon geil. Ja, ich bin gespannt, was die Loks sagen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall gleich nochmal eine 100-200, damit wir schon mal so grob wissen, wo wir stehen. Und dann fahren wir zurück in die Firma und gucken uns die Loks an. Was ich halt an diesem Auto so liebe, ist, für die schaltfaulen Leute, man braucht eigentlich gar nicht schalten. Also als Beispiel, wenn wir jetzt auf der Autobahn drauf fahren, wir sind jetzt im vierten Gang, 1500 Umdrehungen, 40 km/h. Jeder normale Mensch mit jedem anderen Auto würde jetzt mindestens 2 Gänge runterschalten. Aber dieses Auto fährt halt aus dem Keller trotzdem noch. So, hier muss man nicht runterschalten und nichts. Das Ding fährt einfach. Und das ist wirklich in jedem Gang so. Liegt natürlich an dem Hubraum in Kombination mit dem nicht ganz so schweren Auto. Klar, ist ein Kombi, 4 Türen und so weiter. Aber das Auto wird so leer ungefähr 1650 oder 1700 Kilo wiegen, was natürlich jetzt auch nicht so exorbitant vieles. Ne? Also ich fahre das Auto lieber als jeden Diesel oder ähnliches. Also bisher bin ich zufrieden. Ich bin gespannt, ob vielleicht das Auto gleich sehen, vielleicht sehen wir im Log gleich schon, dass das Auto ab 7000 Umdrehungen anfängt zu klopfen und Zündung zieht durch den 98 Oktan Sprit. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. So. Mal, dass wir noch eine schöne Zeit hinkriegen.
Ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, endlich mal wieder mit dem Auto zu fahren. Dieses Busfahren hat mich mit der Zeit dann doch schon verweichlicht. Früher hat er so beim, wenn man so Gaststöße gegeben hat, so richtig einen angeschrien, ne? Er dreht jetzt zwar leichter raus, aber schreit einen nicht mehr so an. Da hätte ich persönlich gedacht, durch diese lange Ansaugung wird es doch mehr Geräusch, ne? Ist aber definitiv nicht so. Also ich finde, es fühlt sich angenehm an, kannst sogar mit den Urlaub fahren. Ja, das auf jeden Fall. Ist 100% alltagstauglich, dieses Auto. Ja. So. Jetzt versuchen wir gleich mal eine 100-200 hier zu fahren. Ich würde sagen, du filmst mal Tacho und Drehzahlmesser, René. Das Ding richtig sauber durch, alles schön. War jetzt eine 10,6, 100-200. Sind somit eine gute Sekunde, glaube ich, schneller als vorher. Müsste ich jetzt nochmal ins Video gucken. Schon ein bisschen her. Meine aber, wir sind 11,7 gefahren. Gute Sekunde, passt zu dem, was ich ungefähr geschätzt hätte. Warmer Tag, schwere 20 Zoll drauf, 98 Oktan nur im Tank. Aber 10,6 für die Leute, die einen RS4 haben. Wissen, das ist schon nicht langsam. Es fühlt sich auf jeden Fall schneller, ne? Ist schon nicht langsam und wie gesagt, nicht abgestimmt. Man braucht bei diesen Autos auch keine Angst haben, nicht abgestimmt zu fahren, weil dieses Steuergerät, beziehungsweise es sind zwei Steuergeräte, der hat eine linke Bank und eine rechte Bank, die sind einfach schon so schlau, was Zündung und Lambda-Regelung und so weiter angeht, der regelt sich das eh selber. Meine Erfahrung ist auch, so ein Auto braucht locker 10, 20 Messungen auf 102 Oktan, bis man dann wirklich von einem besseren Kraftstoff den Vorteil merkt, weil er sich das erstmal lernt. So, aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg, fahren jetzt zurück und gucken mal, was der Laptop so sagt. So, Renés Popometer hat gerade besser funktioniert als meins. Ich war scheinbar leicht verwirrt zwischen den ganzen Projekten. Wir sind in dem letzten Video nicht knappe 12 Sekunden gefahren, sondern 13,3 Sekunden. Das heißt, das Auto ist schon über 2,5 Sekunden schneller geworden, was das Ganze natürlich noch umso mehr verstärkt, dass René das Gefühl hatte, dass das Ding geht wie Sau. Und ich gefühlt auch fand, dass das Auto richtig gut schon geht, aber von Zeiten her nicht so schnell war. Ich weiß nicht, wie ich auf 11,7, 11,8 gekommen bin. Das weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass ich damals alleine diese Zeiten gefahren bin und wir zu zweit dann 13,3 gefahren waren. Das kann sein, ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Fakt ist, 13,3 vorher, 10,6 jetzt. Das ist schon wirklich ein großer Sprung, den jeder B7-Fahrer, ich glaube, sich wünscht. Jetzt gucken wir mal, was der Lok dazu sagt. Wir haben hier relativ einfach Motordrehzahl, Luftmasse, Drosselklappenstellung, Zündwinkel. Und hier haben wir von der gleichen Zylinderbank die vier Zylinder und da würde er uns anzeigen, wenn er klopft, wie viel Grad er auf dem Zylinder zurücknimmt. Das Ganze können wir jetzt nur bankselektiv sehen, weil das Auto hat zwei Steuergeräte für linke und rechte Bank, deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt nur für eine Bank an. Ja, hier sieht man jetzt, das war die ganze Zeit Leerlauf mit ungefähr 800 Umdrehungen. Dann fahren wir irgendwann los, geben aber immer noch kein Vollgas. Sobald hier 100% steht, geben wir Vollgas. Da tuckern wir noch ein bisschen rum, tuckern ein bisschen rum, tuckern noch ein bisschen rum. Und hier habe ich mal zwischendrin Vollgas gegeben, allerdings nicht ganz ausgedreht, nur bis 6000. Und hier kommt jetzt der lange Bereich. Los geht's bei 5300 Umdrehungen. 100%. Dann dreht das Ding weiter und weiter und weiter und weiter. Und weiter und weiter, 100%, 100%, 100%, 100% bis hier. Hier seht ihr, hier bin ich vom Gas gegangen. 31% Drosselklappenstellung bis da 100%. Das wird schon der Drehzahlbegrenzer gewesen sein, wo wir kurz reingedreht haben. Das heißt, wir haben gedreht bis 8300. Wir haben in diesem Bereich schon mal eine Luftmasse gehabt von, ich suche jetzt mal so mal den maximalen Wert raus, von ungefähr hier 192 Gramm pro Seite. Diesen Wert muss man mal 2 nehmen, weil der Luftmassenmesser das teilt. Das heißt, in Summe sind wir bei über 380 Gramm.
Da habe ich jetzt zur Sekunde leider keinen Referenzwert für, weil das haben wir vorher nie gelockt. Viel interessanter für uns ist allerdings dieser Bereich hier. Ihr seht, wir haben angefangen mit 33,8 Grad Zündwinkel. Der ist dann mit steigender Drehzahl minimal mehr geworden und sind am Schluss 35,3 Grad gefahren. Der eine oder andere wird jetzt sofort sagen, 35 Grad für einen Benziner auf 98 Oktan ist auf jeden Fall schon sportlich, weil da war von meinem Abstimmer Sascha schon eine sportliche Software drauf. Also das ist schon ein Zündwinkel, der hat es auf jeden Fall schon ein bisschen in sich, weil ich weiß, dass Sascha damals wirklich kilometerweise sein eigenes Auto abgefahren ist und hat das Ganze schon auf Maximum gemacht. Das heißt eigentlich, wenn ich dieses vorher gemacht habe, hat das Auto mit 98 Oktan da schon richtig stark geklopft. Jetzt gucken wir uns die rechte Seite an. Und wie ihr hier seht, stehen hier überall haufenweise Nullen. Das heißt, das Auto hat tatsächlich mit dem Zündwinkel und nur 98 Oktan im Tank 0,0 geklopft. So, das wiederum für uns heißt, das ist jetzt aktuell eine richtig safe Sache. Definitiv vollgasfest, selbst wenn du mal schlechten Sprit tankst und so weiter. Praktisch natürlich, verschenken wir natürlich auch noch ein bisschen Leistung, weil wir wollen natürlich schon in das Klopfen reinfahren, dass wir wissen, hier ist Maximum erreicht und nicht weiter. Das heißt, Sascha, wenn du dir das anguckst, wir haben auf jeden Fall noch was vor uns. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Grad Zündung drauflegen. Ich würde jetzt so aus Erfahrung, aus dem Bauch heraus sagen, 102 Oktan in Tank plus ein paar Grad Rücknahme, würde ich tippen, wir werden auf jeden Fall im Bereich von 40 Grad kommen, was dann schon wirklich knackig ist. Und das zeigt auch, dass die Kombination aus Ansaugung und Krümmern sehr gut funktionieren muss, dass dieser Ladungswechsel zwischen Altgasen und Frischgasen so gut ist, dass einfach ein richtig frisches Gemisch im Brennraum ist, welches nicht klopft bzw. sich nicht selbst entzündet. Ja, so viel dazu. Wir sehen, es ist noch Potenzial da. Das heißt, mit ganz viel Glück kommen wir vielleicht sogar unter die 10 Sekunden. Das nächste Mal, wenn Sascha in Hannover ist, um meine Limo abzustimmen, werden wir uns auch dem B7 widmen. Das heißt, wir machen eine Software dafür fertig, flashen die aufs Auto, fahren eine Runde, loggen genau das wieder mit und machen das Ganze so weit, bis das Auto langsam anfängt zu klopfen oder einfach keine Mehrleistung kommt. Der eine oder andere wird jetzt aus der Luftmasse bestimmt schon ungefähr Pi mal Daumen die Leistung errechnen können. Wir sind im Bereich von 385 Gramm. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, 385 Gramm sind so ungefähr irgendwas zwischen 450 und 460 PS bereits. Ich bin super happy, dass das Ding nicht klopft, weil dann hätte man auch nicht abstimmen müssen, dann wäre das schon fast safe gewesen. Man müsste sich jetzt natürlich passend dazu noch den Lambda-Wert angucken, aber das wird auf jeden Fall geil. Potenzial ist da. Ich denke, das funktioniert am Ende. Richtig interessant wird ganz zum Schluss auch noch, wenn dann die Autobahn frei ist, gucken wir uns mal die Luftmasse im Vergleich 3., 4., 5., 6. Gang an. Und wenn unsere Ansaugung wirklich was bringt mit diesem leichten Ram-Air-Effekt, dann müsste natürlich die Luftmasse im 5., 6. Gang nochmal deutlich nach oben gehen gegenüber 3., 4. Gang, weil einfach der Druck von vorne durch den Fahrtwind deutlich mehr ist. Ne? Aber so viel dazu. Auto läuft, ich bin happy, René ist happy. Sascha wird umso happiger sein, wenn er das sieht, weil der weiß, was da noch geht. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir die Kiste abstimmen. So, nochmal ganz kleine Ergänzung, bevor die Leute denken, ich könnte nicht schalten. Ihr werdet im Video öfter mal gehört haben, wie das Auto in Begrenzer dreht. Das liegt nicht daran, dass ich in Begrenzer fahre und dann schalte. Nee, ich schalte kurz vorher, bleibe aber voll auf dem Gas stehen und schalte quasi unter Volllast nur Kupplung treten und nächste Gang rein. Wenn man schnell genug schaltet, geht das nämlich. Also nicht wundern, wenn ihr öfter den Begrenzer hört. Mache ich extrem gerne, weil geiles Getriebe, was sich gut schalten lässt. Und ich finde einfach, der Begrenzer klingt so geil.